Da sind wir wieder, liebe Zocker und YouTuber, und es geht in die nächste Runde zum Thema Konstruktionen für unser EVE-Abenteuer. Das heißt, für unser Projekt, wir bringen 10 Kirby-Nauten nach EVE, auf EVE und wieder zurück nach Hause. In der letzten Folge habe ich euch hier diese Variante vorgestellt. Nennen wir sie Groß-Groß, so habe ich sie abgespeichert. Und da habe ich einfach 1, 2, 3, 4 Crew-Compartments übereinander gestapelt und da passen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kirby-Nauten rein. Der Nachteil ist natürlich, dass das ordentlich Gewicht hat. Wir können ja mal kurz gucken, wie groß das Ding ist. Wir schmeißen das mal kurz weg. Keine Sorge, ich habe es gespeichert. Schmeißen das mal kurz weg. Und dann haben wir hier, sehen wir irgendwo das Gewicht von dem Ding? Teile, Höhe, Breite, Länge. Nee, Gesamtmasse. 7,6 Tonnen. Nur Nutzlast für die Kirby-Nauten. 7,6 Tonnen und das ist natürlich auf EVE eine Hausnummer. Und das versuche ich jetzt in dieser Folge mal mit der Variante Klein-Klein oder der Bus. Nennen wir es der Bus, weil ich werde so eine Art kleinen Laderaum nehmen und den vollpacken mit Sitzen. Das heißt, das sieht dann aus wie so ein großer Bus und das versuchen wir jetzt mal zu machen. Wir sagen hier bitte neu. Okay. Vorne dran, wir brauchen als allererstes, wie wir ja letztes Mal schon gesehen haben, einen Laderaum. Und da möchte ich natürlich einen Laderaum nehmen, der so klein ist wie möglich. Und da haben wir gar nicht so viele, kann das sein? Wir haben natürlich den hier. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Achso, der ist eine Nummer größer. Verstehe. Und was ist das hier für ein Mikrolader? Achso, da kann man quasi mehrere... Ah ja, okay, vielleicht bauen wir den aus dem zusammen hier, oder? Da kann man natürlich jetzt hier mehrere... Warte mal, wenn ich den aufmache. Genau, da kann man den genauso groß machen, wie man will. Weil der deucht mir ein bisschen zu groß, der natürlich sowieso... Das heißt, wir machen mal, okay, wir nehmen mal diesen Laderaum. Das ist der kleinste, den wir uns so denken können. Und packen mal ein paar von denen aneinander. Und machen die mal auf. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Sitze wir da unterbringen können. Da sollen jetzt diese Grummelsitze rein. Ich baue jetzt quasi das Schiff um diese Grummelsitzgeschichte drum auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo habe ich denn den jetzt gerade angebaut? Da kann man den mal irgendwo... So, ja, so ist gut. Und zwar machen wir das mal so, dass wir jetzt mal machen... So, ungefähr so habe ich mir das gedacht. Pass auf, seht ihr ungefähr, was ich damit meine? Was ich damit vorhabe? Sieht das in irgendeiner Form? Ja, ja, das sieht total witzig aus. Ob die Personen da drin das witzig finden, ist eine andere Frage. Moment, ich muss mal nochmal ganz kurz so ein bisschen... So sieht das eigentlich schon gut aus. So, und jetzt packen wir, pass auf, die hängen ja da dran. Wenn ich die hier abnehme, genau, dann kopieren wir die jetzt ein paar Mal. Einmal kopieren. Zack. Versteht ihr, was ich meine? Die Sitze des Todes. Wir müssen gleich ausprobieren, ob wir die Kirby-Nauten überhaupt da reinbekommen. So, wir haben jetzt hier quasi, jetzt packen wir das da noch ran. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir bräuchten, glaube ich, noch mal ein paar. Warte mal, ich nehme die erstmal außen vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann packen wir noch einen unten dran. So, und dann müssten die alle drin sein, wo sie hingehören. So, ungefähr klar, was ich meine, ja. Ob wir die dann da unterkriegen, das müssen wir gleich noch ausprobieren. Also ob die da im Weltall alle einsteigen können, das müssen wir checken. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Steuerkapsel. So, hier haben wir 8 untergebracht. In die Kapsel müssten 10 rein. Ist das eine Zweier zufällig? Nee, vermutlich nicht. Ne? Die würde das genau erfüllen, aber das ist, glaube ich, nur eine Einer. Lass mal kurz gucken, wie viel passen jetzt rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen aber 10. Ist das eine Zweier? Nee, das ist... Man sieht das halt dummerweise nur so schlecht. Nee, da passt auch nur einer rein. Okay. Also entweder
Ist das eine Zweier? Jetzt werden sie aber schon wieder größer, ne, als sie eigentlich sein sollten. Ja, das ist natürlich zu groß. Also das ist, glaube ich, der kleinste Zweier, den man so haben kann. Nee, komischerweise auch nicht. Warum nicht? Das ist eine Dreier. Warte mal. Moment, wenn das eine Dreier ist, ist das vielleicht eine Zweier? Ich dachte oben. Nee, ist auch nur eine Einer. Also es gibt keine Zweier. Das hier ist die kleinste. Ha, das sieht natürlich jetzt ein bisschen asymmetrisch aus, so, ne? So. Oder aber wir schaffen das noch, das ein bisschen so einzurücken, dass wir noch einen unten reinbekommen. Das ist die Frage, wenn wir die alle noch ein Stück nach oben setzen. Und dann noch hinten einer rein. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich will das so klein wie möglich machen. So, jetzt muss ich die leider alle mal so ein bisschen. Das war jetzt falsch, warte mal. Moment mal. Kann man hier eigentlich rückgängig machen? Steuerung Z geht nicht, ne? Das geht, irgendwie geht das zu. Egal, das ist ja kein Thema. Dann nehmen wir das hier weg, packen das einfach mal in den Müll, so. Hängen das hinten dran. So, warte mal. Warum switcht der denn? Was macht der denn da? Ne, wir machen es ganz anders. Wir machen es ganz anders. So, weg damit. Weg damit. So. So. So, dichter geht's, glaube ich, nicht. Dichter kann ich. Das ist die. Wie sagt man in der Physik, die maximal dichteste Kugelpackung? Nein, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt brauchen wir mal noch so ein Ding hier. Ich meine, das wäre jetzt eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wäre jetzt eine 10er-Geschichte. Allerdings brauchen wir den ja eigentlich nicht. So, und jetzt packen wir den. So. Sieht es gut aus? Das ist so gruselig. Dann können wir uns das nämlich sparen und können damit fliegen, was dann relativ einfach ist. Oder das, was ist denn leichter? Das Ding ist leichter. Also nehmen wir das, würde ich sagen. Zack. So. Mach mal zu hier. So. So, das ist jetzt unser Bus. Auch wenn wir da. Haben wir nicht. Warte mal, ich muss mal kurz. Nutzlast. Nutzlast haben wir ja bei Nutzlast. Ja, da hätten wir natürlich das. Wie viel passen denn da rein? Sag mir nicht, wie viel passen da rein? Ja, da passen zwei rein. Aber nee, das ist mir dann. Die Nutzlast, die ist dann auch zu groß. Guck mal, die wiegt eine Tonne und da passen nur zwei rein. Und was ist da? Die wiegt 2 Tonnen, da passen wahrscheinlich mehr rein, aber nee. Nee, 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 das ist alles nichts. Das ist für Eve schon die beste Lösung, glaube ich. Wir haben hier zwar Nutzlast, aber das bringt uns nichts. So, sagen wir mal, wir haben dieses Ding fertig, ja? Genau genommen könnte man die Dinger auch oben drauf packen. Das heißt, man könnte die auch so. Dann sieht die Sache vielleicht etwas besser aus. Und oben drauf kommt natürlich eine Nase oder sowas ähnliches. Wo ist denn hier Struktur? Ist das Struktur? Was ist denn das eigentlich hier? Guck mal, sowas hier. So, das sieht total plausibel aus. Das sieht sehr gruselig aus. So, jetzt gucken wir mal nach, wie viel wiegt das jetzt? Ja, das ist jetzt hier. Warte mal, das müssen wir eigentlich nochmal wegnehmen. Das ist jetzt die Sparvariante. Auch 10 Plätze. Vorher waren es 7,6 Tonnen. Jetzt sind es 1,37 Tonnen. Also, wir haben quasi.
Ja, man kann sagen, die Masse auf ein Fünftel reduziert. Ja, wir haben zwar ein paar Unannehmlichkeiten da drin, aber ich würde mal sagen, es ist machbar. Es ist machbar. So, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Warte mal, ich drehe das Ding mal kurz so ein bisschen. Pom, pom. So. Ich probiere mal was aus. Und zwar, warte mal, wo muss ich denn hier anfassen, damit ich das ganze Ding. So, ich probiere mal kurz was aus. Und zwar, ob man da überhaupt einsteigen kann. Und zwar packe ich das mal ganz kurz aufs Startpad. Ich darf das mal kurz. Weil wir werden die natürlich nicht den ganzen Weg in diesen Dingern da nach Eve schippern. Wir werden die ganz komfortabel nach Eve schippern in einem Raumschiff, und die steigen dann kurz vor der Landung, steigen sie dann um. Und dieses Umsteigen, das simuliere ich jetzt mal. Also sagen wir mal, wir sind jetzt im Eve-Orbit angekommen. Sind im Eve-Orbit angekommen. Und dann machen wir die Dinger hier auf. Laderaum auf. Laderaum auf. Haben wir noch einen? Laderaum auf. Wir sind im Eve-Orbit angekommen, da sitzt sogar schon einer drin. Toll, wollten wir gar nicht, aber machen wir mal kurz zu. Da sitzt einer drin. Wie sieht denn das aus, wenn das zu ist? Guckt da die rüber raus? Nein, 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 ist alles gut. Darf nur nicht zappeln. Könnte ein bisschen enge werden. So. Wo ist denn hier der? Warte mal. Da. Einmal aufstehen. So, sie ist jetzt aufgestanden und sagen wir mal, sie geht jetzt da rein. Jetzt kann sie natürlich nicht. Ist natürlich blöd. Also im Weltall ist das natürlich kein Problem. Ich nehme mal an, da kann sie dann auch. Ich probiere mal Folgendes. Also ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Das müssen wir im Weltall natürlich auch noch ausprobieren. Die haben da noch keine Fenster. Das tut mir auch sehr leid in dem Ding, ne? Aber ein bisschen Schwund ist ja immer. Vor allem der letzte, der arme Kerl. Pass auf, dann machen wir das nochmal zurück hier. Ich weiß, das ist eine gruselige Idee jetzt hier gerade, aber wir haben die Nutzlast quasi auf ein Fünftel reduziert. Ich denke mal, das ist schon eine Hausnummer. So, das ist schon mal eine Hausnummer. Und jetzt packen wir mal einfach da wild Kirby Norton rein. Einfach nur mal so zum Gucken, wie das aussieht und ob das irgendwie funktioniert, wenn das voll besetzt ist, ob alle aussteigen können und so. Warum gehst du da nicht rein? Da haben wir nämlich schon das Problem. Warum gehen die da nicht rein? So, mach einfach Doppelklick. Geht doch auch. So. So. Jetzt sind sie alle voll. Jetzt starten wir das Ding nochmal. Naja. So. Ist schön. Ja, ist schön da drinnen. Also, was mich ein bisschen irritiert oder was mir Sorgen macht, die klippen jetzt natürlich ein bisschen. Ineinander, oder? Klippen die ineinander? Naja, ist ein bisschen enge. Könnte ein bisschen enge werden. Was passiert jetzt, wenn einer aussteigt? Nicht, dass dann so eine Clip-Explosion gibt und alles auseinanderfliegt. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An diese Bobfahrten. Wenn so ein Vierer-Bob losfährt, die sind dann auch immer so schön aneinander gequetscht und aneinander gekuschelt. Schon, pass auf, was ist jetzt, wenn einer aussteigt? Dann, ach so, das war der, der oben drin ist, witzig. Geh gleich wieder rein. Da, der da. So, der ist raus. Ich lasse jetzt mal alle der Reihe nach aussteigen, ja? So, das waren die ersten beiden. Die sind irgendwie sofort aus dem Sitz gehopst. Ich denke, das könnte funktionieren. Ich bin mir nicht sicher. Das müssen wir oben im All, das müssen wir ehrlich gesagt oben im All nochmal ausprobieren, ob das sinnvoll funktioniert, das Umsteigen. Der kann nämlich nicht aussteigen. Warum können die nicht aussteigen? Weil die Sitze blockiert sind. Ah ja, okay. Das heißt, da haben wir schon das erste Problem. Die Sitze sind blockiert. Also,
Sag mal, die beiden können nicht aussteigen, weil die Sitze vorne das wegblocken. Deswegen konnte ich die da auch nicht reinsetzen. Okay, da haben wir ja schon mal ein Problem mit. Wir könnten die natürlich so dahin fliegen. Es war nie die Rede davon, dass die aussteigen sollen, ne? Wir können sie so dahin fliegen. Dann müssen wir sie aber auch so wieder zurückfliegen. That's the problem. Wollen wir das machen? Kompakt ist kompakt. Es war nie die Rede davon, dass die aussteigen können sollen. Es war nie die Rede davon, dass die aussteigen können sollen. Dann lassen wir die da so drin. Dann lassen wir, das ist ganz einfach. Dann lassen wir die da so drin. Oder machen wir es bequem. Eigentlich, ich würde halt schon gerne. Er hätte schon gern, dass die aussteigen können, ne? Das wäre schon geil. Was wir natürlich machen können ist, Achtung, jetzt kommt die Idee Nummer 2, damit die aussteigen können. Jetzt geht's los. Das wird eine Baufolge. Hilft nichts. Das wird definitiv eine Baufolge. You know what I mean? Vielleicht. Was haltet ihr davon? Dann haben sie auch sich immer was zu erzählen. Das ist ja auch schön, ne? Dann haben sie sich immer was zu erzählen. Probieren wir es mal so. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt brauchen wir noch einen. Und da muss einer weg. Sieht es gut aus? Na, der muss noch ein bisschen näher ran. Also Prämisse ist, dass die da ein- und aussteigen können. Warum ist denn der so schief? Der ist nicht schief, das sieht nur so aus. Okay, nächster Versuch. Wir packen wieder alle voll. Mal weg da. Weg! So, jetzt sind da auch überall welche drin. Nächster Versuch. Startrampe. Ne, Startrampe wollte ich gar nicht. Egal. So, jetzt gucken Sie sich gegenseitig an. Das ist ja schon mal schön. So, der kann aussteigen. Der erste kann nicht aussteigen, weil der liegt gerade hier auf dem Cockpit. Also das ist okay. Der zweite kann aussteigen. Das ist alles nicht das Thema. So, die könnten jetzt eventuell ein Problem bekommen. Ja, die kommen nämlich nicht raus. Okay. Also es sieht so aus, als müssten wir uns da was anderes ausdenken. Entweder wir fliegen sie so hin, wie sie gerade sind. Immerhin wackeln sie jetzt nicht wie behämmert. Entweder wir fliegen sie so hin, wie sie gerade sind. Aber was anderes fällt mir da nicht ein. Es sei denn, wir bauen weniger kompakt. Zurück. Jo, doch zurückkehren. Sie brauchen halt nach vorne, also von Sitz aus gesehen nach vorne, brauchen Sie Platz. Eine Sache würde mir noch einfallen. Die ist aber richtig bescheuert. Okay, ich hab noch eine Idee. Ich hab noch eine Idee, pass auf. Ist auch viel besser für den Start. Nein, ist eigentlich nicht besser für den Start. Wird auf jeden Fall lustig. Moment, passt auf. Nochmal weg. Ja, so nicht. Warte mal, wenn ich den nehme. Und jetzt sage. Nochmal
komplett weg. Moment, hab's gleich, hab's gleich. So, jetzt sitzt der da. Und ich hätte jetzt gesagt so, aber ich kann die halt nicht nach oben schieben, oder? Kann ich die lateral nach oben schieben, diese Sitze? Ich fürchte nicht. Na, ich probiere mal was. Nee. Ich hätte die dann gerne da so untergebracht, aber das geht natürlich auch nicht. Dann klippen sie da unten rein, weil der Befestigungsmechanismus an einer anderen Stelle ist. Könnten jetzt noch was richtig Bescheuertes machen. Ja, das bringt an der Stelle auch nichts. Nee, also wir kriegen sie so oder so. Also wenn wir das so platzsparend machen, dann kriegen wir sie nur so oder so. Warte mal, eine Sache hätte ich noch. So, ob die da, wenn die so sitzen, ob die dann aussteigen können? Dann könnten sie da... Wollen wir das mal probieren? So? Das sieht total bescheuert aus, aber das könnte funktionieren. Wir probieren es mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt bauen wir noch einen. Und dann hätte ich sie auch nach unten hin anbringen können, ne? Ja, hättest du auch machen können. Warum kopfüber? Warte mal, nochmal. Das ist jetzt hier... Es tut mir leid, aber so eine Folge müsst ihr auch mal ertragen. Warum nicht so? Ich glaube, jetzt haben wir es. So, dann hängen sie mit dem Kopf ineinander. Sieht bestimmt toll aus. So, probieren wir es mal. Das sieht bestimmt super aus. So können sie auch viel besser einsteigen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den nehmen wir raus. Den packen wir jetzt... wie packen wir den? Der kann jetzt in der Tat so bleiben. Ich hoffe, dass es dann immer noch funktioniert. So, pass auf. So probieren wir das jetzt mal aus. Das sieht total bescheiden aus, aber ich glaube, es könnte immer noch funktionieren. So, nehmen wir mal ganz kurz, warte mal. So. So. Und jetzt so, hier überall einen rein. Jetzt geht er gar nicht mehr rein, warum nicht? Geht da rein jetzt. Da geht doch, man muss nur wollen. So, sind jetzt überall welche drin? Nein, so. Versuch Nummer 3. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber sie könnten aussteigen. Flump. Okay. Es tut mir leid. Kennt ihr diese Homer Simpson-Filme mit dem Fisch mit den drei Augen? Jetzt ist die Frage, kommt er da wieder rein, ne? Ja, ja, das geht. Das geht. So, mal gucken, wenn wir hier noch alles ein- und ausstellen. Es tut mir leid. Flop. Okay. Kann er da wieder einsteigen? Warum geht das nicht? So, jetzt geht's wieder. Also, es geht schon. Es sieht nur nicht, sieht nur nicht sonderlich gut aus. Aber es ist dicht. Ich weiß nicht, das verstößt garantiert gegen irgendwas. Gegen irgendwelche Konventionen, Genfer Natur oder so. Oh,
Wir benutzen bei KSP2, wir benutzen die neueste Quantentechnologie. Ja, die sind natürlich in Phase verschoben und können deswegen ineinander klippen, die Kirby-Noten. Das ist überhaupt kein Thema. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. So machen wir das. So machen wir das. Moment, zurück. Jetzt bauen wir darum ein Raumschiff. Zurück zum F. Das sieht so schön aus. Dann braucht man nämlich auch keinen Rückkehrmechanismus bauen. Dann steigen die nämlich einfach, wenn sie im Orbit angekommen sind, wieder aus oder um. Oh Gott. Pling, plong, plong. So, das sind. So machen wir das. Machen den ganzen Mist zu hier. So, da kommt natürlich jetzt. Mach mir ein wenig Sorgen um das Wohlbefinden meiner Kirby-Nauten, aber mein Gott, pfeift der Hund drauf. Pfeift der Hund drauf. Sag mal, wo ist denn hier die Struktur? Guck doch einfach bei Struktur nach, da findest du dann auch Struktur. So, wir haben eine Rakete mit einer entsprechenden Zubringerlast. Darunter kommt jetzt Folgendes. Wir brauchen natürlich für das Ding definitiv einige Sachen. Nee, das müsste man eigentlich oben anbringen, ne? Müsste man eigentlich oben anbringen. So, einmal Lenkung. So. Hier unten lassen wir das natürlich. Wir brauchen einmal eine Batterie. Da reicht eigentlich auch eine kleine. So, wir haben eine Batterie, wir haben Lenkung, das sieht alles gut aus. Wir brauchen kein RCS, das sparen wir uns. Wir brauchen kein Klapperkatze. Wir brauchen davon nichts. Was wir brauchen ist. Das wird ein Eimer, eine Eimer, ein Eimerverwendungsgeschichtchen. Also da werden wir hier. Also erstmal kurz gucken, wo ist denn unsere. Das effizienteste, was wir so im All haben, ist das hier. So. Ja, das sieht total cool aus. Machen wir weg hier. So, das Ding hat jetzt 1500 Delta V. Wir gucken mal nach. Wir setzen das mal auf. Wir wollen ja wissen, was es im Vakuum hat. Deswegen gehen wir mal. Ja, Vakuum ist okay. Knapp 1600 Delta V hat dieses Ding. Das heißt, das wird die Endstufe sein, die uns hoffentlich so weit hochbringt, wie es geht. Dann das hier. Da bringen wir natürlich eine Mittel. Was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Was hat das für ein ISP? ISP im Vakuum, super. In der Atmosphäre bescheiden. Cornet, Tiefenraum, Metalox-Triebwerk. Ja, warte mal, ist das Ding sogar noch besser als. Oh, das hat sogar noch besseres ISP als das Ding hier, ne? Warte mal. Geh mal weg. Was sind wir mal das dann nehmen? Dann hat das sogar 1,7, sogar noch ein bisschen mehr. Trotz des Gewichts des zusätzlichen. Dann nehmen wir das weg mit der Pudel-Engine. So, natürlich hat das Ding wahrscheinlich nicht ganz so viel Schmackes. Lass mal kurz gucken, wie viel Schmackes das hat. Steht da nirgendwo. Maximale Schubkraft im Vakuum, 30 Kilonewton. Was hat das Ding? 60 Kilo. Das ist verdammt effektiv, aber es bringt halt keine. Bleiben wir, lange Rede, kurzer Sinn, bleiben wir doch bei dem Ding. Was bringt uns die Effektivität, wenn wir damit nicht weiterkommen? So, das Ding, dann das Ding da. So, dann brauchen wir nicht das Ding, weil wir brauchen etwas, was in der Atmosphäre noch ein merkliches ISP hat. Zum Beispiel das hier. Was ist denn das? Das ist die Trumpet. Das ist quasi die große Variante davon. Hat aber auch kaum kein ISP in der Atmosphäre. Das heißt, wir werden schon dieses Ding hier benutzen müssen. So, ISP in der Atmosphäre 280. So.
Was wir mal machen müssen, ist, wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt hier das dahin packen. Also ich baue jetzt quasi dafür den. Wir sagen jetzt mal Eve. Wir sagen mal Atmosphäre. Wir sagen mal auf alles anwenden. So, dann sehen wir da gruselig, Schubkraft, Gewicht, gar nichts. Also 0,346 ist natürlich extrem. Ist das. Ne? Wenn wir mal davon ausgehen, auch wieder, dass wir Eve natürlich nicht. Haben wir noch was mit mehr Wumms? Lass mal kurz gucken. Der hat in der Atmosphäre, eine Atmosphäre 188. Ist natürlich erbärmlich, ne? Da wäre der vielleicht besser. Und was ist das für ein Monster? Der hat in der Atmosphäre natürlich eine super Schubkraft. Auch noch eine merkliche. Inwiefern ist das Ding eigentlich in irgendeiner Form schlechter? Das hat in der Atmosphäre 285 ISP, das hat 280, das hat auch mehr Schubkraft. Also da nehmen wir doch lieber mal das hier, oder? Das Einzige, was da natürlich sein könnte, dass da der. So, lass mal kurz gucken. Und schon sind wir bei entsprechenden Werten. Ja. Auf Eve gemünzt, ne? Ist das richtig hier? Auf Eve gemünzt, ja. Eve mit Atmosphäre, sehr gut. So, mal kurz gucken. Was, wenn wir das hier ausklappen, dann haben wir hier auf Eve 541. Natürlich nicht sonderlich viel. Warum haben wir hier nichts? Keine Ahnung, warum wir da nichts haben. 541, er behauptet, er hat da nichts, aber das ist natürlich Fehler. So, also gehen wir mal davon aus, die Kiste schafft es dann. Da können wir eigentlich den Tank ein bisschen größer machen. So. Das wäre schon ein großer Tank hier, ne? Wäre das schon großer gewesen, ja. Ja, vielleicht noch so einen kleinen hinten ran. So. So. 740. Alles, wie gesagt, auf Eve gemünzt. Und ich denke mal, auf die Art und Weise könnten wir das machen. Warum hier nichts angezeigt wird, ist mir unklar. Warum da nichts angezeigt wird, ist mir unklar. Eigentlich müssten die auf einmal zünden, dann müsste das mit angezeigt werden. Keine Ahnung, sehen wir nicht. Egal, wir bauen weiter. Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit hier mit dem Bauen. Und zwar bauen wir so kompakt, wie es geht. Kompakt, wie es geht, heißt. Nehmen wir mal 6er. Ja. Und jetzt packen wir da außen dran. So, diese Dinger. Und vielleicht noch eine Ladung. Hoppala. So. Dann müssen wir die natürlich auch wieder verstratten ohne Ende. Und da packen wir jetzt, was waren die super effektiven? Eigentlich, was ist denn an den Dingern so schlecht? 4 Tonnen. Na gut, die wiegen ordentlich was. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Dass die wiegen ohne Ende. Aber dafür haben die einen irrsinnigen 280 Atmosphären. Nee, das ist eigentlich schon. Was mit den Dingern hier? So. Guck mal, da arbeiten wir uns doch schon mal auf etwas Sinnvolles zu hier. Na, insgesamt 3,7. Da können wir noch ein bisschen was. Wenn wir da noch ein bisschen was rausjuckeln, dann kriegen wir das durchaus gewuppt. Und wie sieht es hier mit dem 2,87? Das sieht alles gut aus. Die werden natürlich zusammen. Also, das wäre so. Ich glaube, das hat wesentlich mehr Potenzial als die Groß-Groß-Variante, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ich das jetzt nochmal hier rausnehme. Und das etwas weiter oben anbringe. Da zum Beispiel.
Dann wird die Sache auch noch relativ kompakt. So, dann wird die Sache relativ kompakt. Und dann könnten wir sogar noch Booster an den Seiten unterbringen. So, wir sind jetzt bei 3,7. Wenn wir da noch ein bisschen was rauskitzeln, dann haut das auch hin. Im Moment haben wir das ja so, warte mal, das ist unsere Hauptdüse, die zündet zusammen mit den kleinen. Dann fliegen irgendwann die ab. Da müssen wir noch ein Staging draus machen. Das gucken wir uns dann noch an. Das mache ich aber in einer ruhigen Minute. Ich glaube fast, wir nehmen die Geschichte, oder? Was meint ihr dazu? Das wird sowieso schwer genug, das Ding unterzubringen. Aber das kriegen wir hin. Und ich nehme gerade schon viel zu lange auf. Also ich würde sagen, das ist mein Konzept. Es sei denn, ihr entscheidet euch für groß, groß. Das ist mein Konzept, wenn ich da noch ein bisschen dran rumbaue, für Eve. Und damit ihr jetzt nicht zu viel mit Bauen beschäftigt seid, werde ich das hier mal ausflexen, also zusammenbasteln, wie es denn sein soll. Und dann zeige ich euch das fertige Konzept und dann probieren wir das natürlich auch ordentlich aus. Was haltet ihr davon? Das waren dann genug Baufolgen auf einmal. Wie dem auch sei, schreibt mir eure Kommentare drunter. Ich sage danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Warte mal, ihr wollt doch irgendwas sehen. Komm, ihr wollt doch irgendwas sehen. Hier, ihr wollt irgendwas sehen. Warum kann ich den nicht beseitigen? Also, was ist das? Der wird irgendwann abgeworfen. Ja. Ihr wollt irgendwas sehen, also kriegt ihr noch was zu sehen. Hier. Damit ihr auch irgendwas explodieren seht. Ne? Alles gut. So, es rollt nach oben. Alles gut, alles gut, alles gut. 3, 2, 1. Jo. Warum fliegt denn der gleich los? Und warum guckt denn der nach da? Ah! Weil ich da von hier Steuern angeklickt habe. So, einen Moment bitte. Das ist nie passiert. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht passiert. Rückkehr bestätigen. Das ist nicht passiert. Ich habe von einem der unteren Sitze gesteuert. So, ich muss ja von hier steuern. So, besser. So, SAS ist es an. Schub ist an. Bisschen Schub weniger. So, bisschen Schub weniger. Tolle Deutsch. Wir starten. 3, 2, 1. So, und dann fliegt er auch schon nicht mehr so schlimm. Fliegt auch nicht mehr so schlimm und wir können gleich mal hier aufs Meer hinaus. Und natürlich hat er jetzt noch kein Staging. Natürlich ist das alles noch nicht fertig. Und natürlich ist er viel zu schnell, weil wir sind auf Eve-Schwerkraftswerte ausgelegt. Da ist irgendwas abgebrochen. Irgendwas ist da abgebrochen. Also da brauchen wir natürlich noch. Wir brauchen natürlich noch alles Mögliche. Wir brauchen unter anderem brauchen wir einen. Wir brauchen hier. Moment. Das seht ihr alles beim nächsten Mal. Wir werden jetzt erstmal in den Boden einschlagen, wie sonst irgendwas. Damit ihr noch was zu lachen habt hier. Hui. Achtung, Trennung! Ich würde sagen, wir bombardieren irgendwas. Das Ding ist kaputt, oder? Ist das Ding kaputt? Keine Ahnung, ob das Ding kaputt war. Ich glaube, das war kaputt. Aber das Ding fliegt auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, warum stürze ich ab wie ein bleierner Stein. Tschüssi, euer Mr. Fleck.